Hallo, das hier sind alles Widerstände, kleine Widerstände, die aber große Dimensionen haben, mittlere Widerstände, der hier 18 Ohm und kleiner Widerstand mit großem Wert, 1,5 K. Die verhalten sich eigentlich alle relativ einfach. Dagegen gibt es halt Kondensatoren und Spulen, die sich in einem Stromkreis viel komplexer verhalten. Die Spule wollte ich eigentlich haben. Hier sieht man nämlich ganz schön, es ist einfach ein Draht, der hier um so einen Ferritkern rumgewickelt ist. Schon hat man eine Induktivität. So, aber warum verhalten die sich jetzt anders als Widerstände? Ja, zum ersten Mal, das ist halt ein Widerstand, so male ich den immer noch, das ist ein Kondensator, wie man hier schon sieht, der hat keine leitende Verbindung, das ist eine Spule, hier ist R, C und L, nennt man die typischerweise L. Wenn ich einen Widerstand habe, dann habe ich hier einfaches Verhältnis, R ist gleich U durch I. Ich lege da eine Spannung an und es fließt ein Strom, der proportional zum Widerstandswert ist. Also das ist ja dann hier U ist gleich R mal I. Wenn ich hier Spannung anlege, dann kann ich mir den Strom ausrechnen. Oder wenn ich einen Strom habe, dann kann ich mir die Spannung ausrechnen, die nötig war, um diesen Strom zu produzieren. Wie ist das jetzt bei Kondensatoren? Vereinfacht gesagt, blockt ein Kondensator Gleichstrom und eine Spule blockt Wechselstrom. Schauen wir uns mal einen Schaltvorgang an, wo die Spannung von 0 auf irgendeinen Wert, meinetwegen 5 Volt, umgeschaltet wird, hochgeschaltet wird. Was passiert da? Bei Kondensatoren muss erstmal Strom reinfließen auf die Platten. Der Strom wird hier hinten natürlich rausgeschoben, also die Elektronen werden sozusagen rausgeschoben. Das heißt, der Strom über die Zeit, der ist am Anfang ziemlich stark und nimmt dann ab. Die Spannung baut sich langsam auf diesen Wert. Also hier habe ich quasi eingeschaltet, die Spannung. Aber es braucht eine Zeit, bis an dem Kondensator diese Spannung anliegt, weil quasi ja erstmal Strom auf die Platten fließen muss. So kann man sich das vorstellen. Bei der Spule ist es jetzt komplett umgekehrt. Die Spule baut ja ein magnetisches Feld auf. Und dieses magnetische Feld frisst jetzt erstmal den Strom auf, bis der Strom durchkommt. Das heißt, hier habe ich erstmal eine Spannung anliegen. Das ist wie ein Widerstand. Und diese Spannung nimmt dann irgendwann ab, bis das Ding halt zu einem Leiter geworden ist, weil das Magnetfeld sich aufgebaut hat. Das heißt, die Spannung, die nimmt ab. Ach, hier ist U, ne? Und hier ist jetzt I. Und der Strom, der darf am Anfang noch nicht durchfließen, weil er das Feld erst aufbauen muss. Also geht die ganze Energie vom Strom rein. Und der Strom, der dann durchfließt, der ist dann so. Irgendwann ist das Ding dann halt einfach durchgängig, wenn ich die Spannung nicht mehr abschalte. So, warum erzähle ich euch das alles? Ich habe hier eigentlich ein paar Herausforderungen, ein bisschen Kontext. Ich mache das jetzt nicht nur, weil ich irgendwie Spaß dran habe, sondern ich habe auch Spaß dran. Aber das Ganze macht man sich in Schaltnetzteilen zunutze. Insbesondere Spulen. Da gibt es die sogenannten Buck- und Boost-Konverter. Ich erkläre euch das gleich noch im Detail, wie die funktionieren. Ich habe hier die Herausforderung, meine Solaranlage, da hängen Batterien dran mit 24 Volt. Ja, sind 26, 22 bis 26. Ich habe aber hier zum Beispiel so eine LED-Lampe, die braucht 70 Volt. Ich habe auf der anderen Seite einen Computer, der wird mit einem 12 Volt und 3,3 Volt Netzteil betrieben. Das Ungeschickteste, was man machen kann, ist eigentlich aus diesen 24 Volt über einen Wechselrichter, der sehr viel Strom verbraucht,
jetzt einen Wechselstrom zu machen, den man dann wieder mit einem Netzteil in Gleichstrom umwandelt. Das ist also eigentlich doppelte Verluste vorprogrammiert. Roll da nicht weg, du. Und ich wollte mir jetzt passende Netzteile bauen, die optimiert sind auf diesen Anwendungsfall. Ich habe 24 Volt in meinem Akku. Das können 22 bis 26 sein. Und ich brauche hier zum Beispiel für die Deckenbeleuchtung 70 Volt. Das haben diese LED-Paneelen, die brauchen das. Also ich muss aus ja irgendwas circa 24 Volt Gleichstrom, Direct Current, muss ich 70 Volt DC machen. So, wie mache ich das jetzt? Also Gleichstrom kann ich jetzt nicht mit einem Trafo irgendwie die Spannung hochtransformieren. Das geht halt nur mit Wechselstrom und eigentlich auch nur mit sinusförmigem Wechselstrom. Dafür gibt es den sogenannten Boost-Converter. Boost-Converter nutzt man die Eigenschaften einer Spule aus. Bei einer Spule ist es so, wenn ich die Spannung abschalte, der Strom geht langsam runter bis auf Null. Dadurch, dass das Magnetfeld halt Energie gespeichert hat, wird diese Energie jetzt noch in Strom umgewandelt. Also die Spannungsquelle ausgeschaltet wird, gibt es hier einen Stromstoß und einen zugehörigen Spannungsstoß. Dieser Spannungsstoß, der kann ziemlich hoch werden. Der kann also über die ursprüngliche Batteriespannung hinausgehen. Voraussetzung ist natürlich, dass der Strom noch irgendwie abfließen kann. Das Ganze wäre jetzt in so einer Schaltung vielleicht praktikabel. Also hier ist ein Schalter, der dann über so einen Widerstand. Hier ist eine Spule. Hier ist noch ein Widerstand. Hier ist Plus, da ist Minus. Das heißt, wenn ich diesen Schalter jetzt umlege, dann entlädt sich hier aus dieser Spule das aufgebaute Magnetfeld und fließt dann hier so ab, wenn ich diesen Schalter umschalten würde. Im Boost-Konverter wird die Eingangsspannung direkt mit der Spule verbunden. Eine Diode dahinter lässt den Strom nur in eine Richtung fließen, das wird gleich noch wichtig. Am Ausgang soll eine höhere Spannung erzeugt werden, als am Eingang anliegt. Bei meiner Solaranlage muss ich aus 24 Volt dann 70 machen. Hier im Video experimentieren wir mal nur mit 5 Volt am Eingang. Über einen Schalter kann ein Kurzschluss erzeugt werden, wodurch sich das Magnetfeld in der Spule maximal auflädt. Ein Kondensator am Eingang macht den Boost-Konverter unabhängig von den Widerständen in der Spannungsquelle und der Zuleitung, sodass der Puls dann da auch reinfließen kann. Öffnen wir den Schalter, entsteht nun dieser hohe Spannungspuls. Der lädt den Ausgangskondensator auf, bis die gewünschte Zielspannung erreicht ist. Dann schließe ich den Schalter wieder, um das Magnetfeld der Spule nachzuladen und so weiter und so fort. Bei geschlossenem Schalter kann sich der Kondensator dann wegen der Diode nicht zurück kurzschließen, sondern muss sich über die Last entladen. Typischerweise will ich ja hier wenig Leistungsverlust haben. Das heißt, ich nehme hier auch eine entsprechende 1N5817 Diode. Um die Schaltung zu optimieren, muss ich die Bauteilegrößen natürlich auf die Schaltfrequenz anpassen. Heute soll es aber erstmal nur ums Prinzip gehen. Die Formel könnt ihr dann im Internet nachgoogeln. Da gibt es Online-Kalkulatoren für. Da ich das jetzt hier nicht von Hand schalten will, ersetze ich diesen Schalter durch einen MOSFET. Da habe ich mir hier zum Beispiel diesen IRF D110 ausgesucht. Das heißt also, hier kommt ein MOSFET rein. Und hier mache ich dann meinen
PWM. Der MOSFET hat halt den Vorteil, dass er Strom super ein- und ausschalten kann. Der IFD ist ein N-Channel-MOSFET, das ist das Schaltsymbol dafür. Der kann bis zu 100 Volt schalten und im Durchgang hat er dann nur noch 0,54 Ohm. Das heißt also, die Verluste sind da sehr, sehr klein. Und ich kann den schalten mit 2,4 Volt Threshold. Ich muss den tatsächlich dann, wenn ich hier Spannung drauf gebe, also hier ist Gate, Source, Drain, wenn ich hier eine Gate-Source-Spannung draufgebe von 5 Volt oder so, dann schaltet der ja durch. Und ich nehme diese Spannung weg, also ich disconnecte den, dann bleibt er durchgeschaltet. Ich muss die Spannung wirklich auf 0 setzen, um den wieder den Schalter zu öffnen. Hier der IFD 110 ist als kleiner Dip. Habe ich auch hier irgendwo. Hier. So sieht er aus. Ich schlage einfach vor, wir bauen diese Schaltung mal auf. Sollte natürlich jetzt nicht Schaltungen auf hier einem, also Netzteil auf einem Steckbrett realisieren. Ich mache das allerdings mal, um das Ganze zu visualisieren, wie einfach das eigentlich ist. Also als allererstes brauchen wir hier eine Spule. Die connecten wir dann zur Spannung. Also hier oben ist Plus, hier ist Minus. So mache ich das. Da habe ich hier kleine Käbelchen. Hier sind all die, die ich brauche, schon weg. Nehmen wir mal das Schächtelchen. So. Also, den hier connecten wir an Plus. Das Plus geht dann hier rüber zum MOSFET, dass der sich vielleicht den MOSFET ein bisschen versetzen. Und hier geht. Die beiden Kontakte hier oben sind ja zusammen. Das ist halt nur einer. Seht ihr das? Das ist hier nur einer. Hier unten sind die beiden anderen. Das ist jetzt so eingebaut. Hier ist Drain, hier ist Source, hier ist Gate. Gate müssen wir sozusagen dann hier an unseren Signalgenerator koppeln. So, weiter geht's. Ich brauche eine hier von den Dioden. Das sind Schottky-Dioden. Wie gesagt, ich will hier möglichst wenig Spannungsabfall haben. Hier, die baue ich so ein. Der Strich hier ist durch diesen silbernen Streifen gekennzeichnet. Das heißt, hier ist schon mein Ausgang. Hier gucke ich nochmal, was habe ich denn hier für Kondensatoren. Ich möchte 50 Volt. Die Spannung kann hier schon relativ weit raufgehen. Hier was Besseres. Ich habe hier einen 63 Volt Kondensator. Ich muss mal auf die Polung achten. Minus. Also der geht hier von der Diode an die Erde. So, jetzt muss ich noch hier den MOSFET verkabeln. Mache ich hier mal einen gelben, der dann symbolisiert, dass das hier zur Erde geht. So, und jetzt habe ich ein Problem, was diese MOSFETs halt haben. Die haben typischerweise hier parasitäre Kapazitäten. Die sind zwar im Pico- oder Nanofarad-Bereich, aber dadurch, ich muss dieses Gate aufladen. Und dieses Gate aufzuladen kann ich typischerweise nicht mit so einem Arduino oder so machen, sondern da brauche ich einen sogenannten Driver für, einen MOSFET-Driver. Da gibt es den TC, da brauche ich ein bisschen Platz, TC4426A, das ist ein MOSFET-Driver. Der hat
8 Pinne. Die sind nicht connected. Hier ist Minus, hier ist Plus und hier ist in 1, in 2, out 1, out 2. Ich glaube, die sind invertiert, aber das ist mir egal. Das ist halt nur für den Duty Cycle dann ein bisschen anders. Wo ist er? Das hier ist er. Den baue ich mir mal hier hinten hin, denn der spielt ja eigentlich keine große Rolle. Der ist jetzt sozusagen nur für unseren MOSFET. Das heißt, da brauche ich auch natürlich Erde. Habe ich ja gesagt, hier an dem Pin 3. Kabelchen sind alle ein bisschen lang. Und plus habe ich noch einen roten. Rot wäre schön. Da ist noch ein roter. Plus hier an den so. Nochmal kleine Erklärung für Steckbrett. Hier diese ganzen Löcher, die sind so miteinander verbunden. Das heißt also, diesen Pin kann ich jetzt hier überall benutzen. Und diese an der Seite sind längst verbunden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt auch Platinen, wo hier diese Linie unterbrochen ist. Da muss man hier explizit eine Bridge machen, wenn man also hier davon ausgeht, dass das hier in einem durchgeht. Ja, manchmal eben nicht. So, jetzt müssen wir hier den Driver noch verbinden. Da nehme ich mal so ein Steckkabelchen hier. Ich nehme mal den Output an den Input. Und hier müssen wir jetzt ein Kabelchen dran bauen, um unseren Generator hier zu verbinden. Der muss natürlich hier auch an Erde. So, eigentlich sind wir jetzt schon fertig. Die Schaltung braucht aber zwingend ein. Was ist denn jetzt mein Widerständchen? So, jetzt auch mit Widerstand. Hier sollte ein 1,5K Widerstand sein. Der dafür sorgt, dass sich das hier nicht einfach ewig aufschaukelt. So sieht die Schaltung jetzt aus. Da ist jetzt nicht viel drauf. War dabei, wie wir das aufgebaut haben. Also das Netzteil hier liefert 5 Volt. Wir wollen ja aber quasi hier hinten 70 Volt oder sowas haben. Ja, vielleicht nicht 70 Volt, weil das kann der Kondensator hier jetzt nicht ab. Da brauche ich halt einen größeren oder einen anderen Typen, der mir nicht durchknallt, wenn es hier an die 70 Volt rangeht. Das hier ist ein Signalgenerator, der macht jetzt 10 Kilohertz. So wie ihr seht, 5 Volt gehen hier rein. An den Plus und an den Minus, gehen dann hier in die Spule, werden hier geschaltet auf den Kondensator. Hier ist der kleine Widerstand am Ausgang. Das Ganze ist jetzt auf 10 Kilohertz, 2,5 Volt, 50% Duty Cycle und ich bekomme hier 27,5 Volt raus. Wenn ich jetzt den Duty Cycle verändere, dann achtet mal hier auf die Spannung, 50, 60%, 70%, 80%. Das ist ja hier, ich glaube, der invertiert, das heißt, ich habe jetzt sozusagen 10%, hier in die andere Richtung gehe. Seht ihr, wie die Spannung raufgeht? Den Duty Cycle wieder auf 50% stelle, aber hier zum Beispiel meine Frequenz verändere. Also ich gehe zum Beispiel mal hier auf 11, 12, so weiter Kilohertz, kann ich damit auch die Spannung einstellen. Es kommen weiterhin immer noch 5 Volt rein
Und ich habe hier sozusagen mit der Frequenz und dem Duty Cycle die Möglichkeit, meine Ausgangsspannung einzustellen. Das ist auch ultra wichtig, weil es ist ja so, diese Spannung ist jetzt genau für diesen Widerstand eingestellt. Wenn sich die Last ändert, muss ich die Spannung nachregeln. Und das mache ich natürlich, indem ich diesen Duty Cycle und die Frequenz mir irgendwo suche, wo sie ganz gut passt, und dann den Duty Cycle PWM, Pulsweitenmodulation, halt so anpasse, dass ich die Spannung ein bisschen nachregeln kann nach der Last. Dasselbe kann ich dann auch machen, wenn die Eingangsspannung schwankt. Dann kann ich das natürlich auch in die andere Richtung dann nachregeln. So funktionieren halt Schaltnetzteile. Diese Nachregelung kann ich mir jetzt mit dem Arduino bauen. Das ist allerdings viel zu kompliziert. Da gibt es halt LT1082, das ist ein Schaltregler, der misst dann die Ausgangsspannung an einem Referenzspannungsteiler-Eingang und der generiert mir dann diese ganze Schaltung hier. Das heißt, da brauche ich nur noch die Spule, die Diode und den Kondensator und dann bin ich fertig. Ich brauche auch keinen MOSFET-Treiber hier. Das ist alles in diesem LT1082 Schaltregler mit drin. Da müsst ihr mal nach Schaltregler suchen. Die gibt es ja, einen riesen Zoo von. Zoo ist eigentlich untertrieben. Also ist schon ein Insektenzoo. Und da einen zu finden, der passt, ist schon relativ kompliziert. Je mehr man natürlich Ansprüche hat, desto komplizierter wird es. Der LT1082 hat eigentlich wenig Schaltung außenrum. Deshalb ist der mir sympathisch. Und den gibt es auch als Dill-Gehäuse. Das heißt, ich kann auf so einem Steckbrett damit anfangen. Dass das Ganze sehr effizient ist, also in einem Effizienzbereich von, weiß ich nicht, so um die 90%, sieht man auch hier an der Wärmebildkamera. Ja, das ist halt der MOSFET, der jetzt warm wird, weil der natürlich die Hälfte der Zeit einen Kurzschluss produzieren muss und die Induktivität aufladen muss. Das ist jetzt aber für ein MOSFET noch keine große Wärme. Da kann man vielleicht noch einen kleinen Kühlkörper drauf machen und das war's. Also 50 Grad ist da jetzt. Kein großes Problem. Ja, das, was wir hier gebaut haben, ist der Boost-Converter. Das ist ein Step-Up-Converter. Das heißt, ich mache hier aus einer niedrigen Spannung eine hohe Spannung. Wenn ich das Gegenteil brauche, zum Beispiel aus meiner 24 Volt Solar-Akku-Spannung eine 5 Volt Spannung, also einen Step-Down-Regler brauche, dann kann ich das mit einem Buck-Converter im einfachsten Fall lösen. Hier ist wieder der Schalter. Stellt euch das hier mal einfach als normalen Schalter vor. Wenn ich den zumache, dann fließt hier einfach der Gleichstrom durch und kommt wieder zurück. Das heißt, eigentlich hättet ihr hier hinten 24 Volt anliegen. Wenn ich das jetzt allerdings gepulst betreibe, wenn der Kondensator dann von 0 auf 5 Volt aufgeladen ist, schalte ich den hier aus und mein Verbraucher würde dann ja diesen Kondensator halt leersaugen, relativ schnell, je nachdem, was ich für einen Verbraucher habe. Da kommt dann die Spule ins Spiel, die hat ja in dem Magnetfeld Energie gespeichert. Und wenn ich den ausschalte, entsteht halt hier wieder dieser Spannungspuls, der durch diesen Kondensator jetzt abgefangen wird, ausgeglichen wird und dann auch die Energie, die hier drin ist und die in dem Kondensator ist, sozusagen an den Verbraucher abgegeben werden kann. Hier ist wieder die Diode, die sozusagen dann den Strom nur in diese Richtung fließen lässt. Jetzt eine sehr vereinfachte Erklärung, aber so kann ich quasi mit entsprechender Schaltfrequenz von einer hohen Spannung runterschalten auf eine kleinere Gleichspannung. Ich kann dann hier natürlich auch mir wieder durch die Bauteileauswahl und die entsprechende Frequenz und Pulsweitenmodulation das Ganze so anpassen, variabel machen sogar. Wer es unbedingt nachbauen möchte, ich habe hier nochmal die
Bauteilegrößen angeschrieben. Die Spule hatte 100 Mikrohenry. Ich hoffe, das ist alles richtig. Der MOSFET ist ein IFD 110 N-Channel MOSFET. Die Diode eine 1N5817 Schottky. Der Ausgangskondensator 470 Mikrofarad. Den Eingangskondensator hatten wir ja ganz vergessen. Ich hatte ja noch den MOSFET-Treiber. Das ist ein TC4426A. Relativ simpler Baustein. Außen, innen drin relativ komplex, aber der hilft einem hier, dass man zum Beispiel auch mit dem Arduino so eine Schaltung realisieren kann, ohne die Ausgänge vom Arduino überzuanspruchen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, schreibt sie mal in die Kommentare. Gebt mir ein Like. Ich wünsche euch was. Tschüss.